gerade zweimal hintereinander abgekackt. Warum auch immer. Yo! Hey Leute, was geht ab? Kaku am Start. Auf seiner Kaiser, okay. Wir befinden uns auf dem Weg zum Obi. Und zwar habe ich euch ja, keine Ahnung, also ich habe schon mal in die Kamera gesprochen und sagte, dass die Lenkerenden nicht passen. Keine Ahnung, ob ich das hochgeladen habe. Naja, auf jeden Fall, meine Lenkerenden passen nicht, weil die Muttern irgendwie so eine komische Abrundung haben. Und deswegen fahre ich jetzt zu Obi und hole ganz normale M8er Muttern und mache jetzt verdammt nochmal die scheiß Lenkerenden ran, weil ich kann dieses Abgehackte, ich kann das nicht ansehen. Es tut mir weh. Eine Enttäuschung nach der anderen. Das Gewinde bzw. die ganze Schraube ist keine normale Obi-Schraube. Keine M6 oder M8. Das ist so ein Zwischending. Und es passt einfach hier nicht rein. Das heißt, ich kann diese Lenker enden, damit kann ich nichts anfangen. Das sind nämlich schon die kleinsten von Louis. Und jetzt ist mir gerade so die Idee gekommen, dann brauche ich wahrscheinlich, weil es ja ein ABM-Lenker ist, dann brauche ich wahrscheinlich ABM-Lenkerenden oder sowas. Oder vielleicht von einer anderen Marke, die so eine kleine Schraube hat. Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall Abfuck. Jetzt. Aber scheiß drauf. Wir fahren jetzt einfach eine Runde und scheiß auf das scheiß Lenkerende. Ferrari. Nehmen wir den nochmal mit. Oh, wenn ich könnte. Netter gelber Ferrari. Krasse Scheiße. Habe ich noch nie gesehen hier in dieser scheiß abgefuckten Gegend. Oh yes. An den heften wir uns mal. Netter Wagen! Und Michael Jackson am Hören. Ja, Snack, ne? Würde ich sagen, Ferrari gesnackt. Kann man schon mal machen, auf jeden Fall. Easy Snake vor dem Ferrari, Mann. Alter Schwede. Bisschen den Sound anhören, ey. Schöner Wagen, einfach. Ah, so schön, so schön. Ah, herrlich. Zweites Mal Snack. Ja, er hat halt eine Beifahrerin dabei, ne Leute? Müsst ihr bedenken, Beifahrer sind ziemlich schwer. Deswegen da muss man aufpassen, ne? Aber ich merke auf jeden Fall, dass mein Reifen ein bisschen durchrutscht, so. Deswegen sollte ich auf jeden Fall mal Reifendruck überprüfen. Alter, Digga, Alter! Ah, Digga, Alter, hast du keinen Rußpartikelfilter, Alter? Der Ferrari ist weg, Leute. Aber macht euch gefasst auf einen geilen Clickbait-Titel. Fick alle Hater! So viel dazu schon mal. Bisschen knapp, aber ging schon. Der Ferrari ist weg. Ich glaube, er konnte die zweite Niederlage konnte nicht ertragen. Nehme ich auf? Oh mein Gott, ich nehme auf. Oder ist er da hinten? Nein, da hinten ist er. Ich muss auf jeden Fall nochmal zu dem Dude und sagen, er soll mal einen Soundcheck machen. Aber
auch nicht. Er fährt halt einen Ferrari, aber ich fahre 4 km/h unter Limit. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich bin noch nie in diese Richtung gefahren. Irgendwie bin ich jetzt so vom Ferrari geleitet worden. Vor allem habe ich gerade noch auf Insta gepostet. Ja, für alle Leute, die mich noch nicht auf Insta haben. Hier unten links, ja, genau der Ort, wo es Bing gemacht hat. Einfach mal reinschauen, abonnieren. Da poste ich nämlich auch ab und zu mal, dass ich zum Beispiel gerade am Fahren bin oder sonst was und ihr auch eigentlich mal die Augen offen halten könntet und mich vielleicht trefft. Denn wenn ihr mich trefft, dann habt ihr die unglaubliche Chance auf einen exklusiven, wundervollen Cover-Q-Sticker. Oh ja, das ist kein Scherz. Ja, ja, ja. Aber Bay 2, ey, du hast dich wieder tapfer geschlagen. Ich weiß gar nicht, was für ein Ferrari das war. Ich habe von Ferraris ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber der ist sogar noch da hinten. Ich muss irgendwie ein paar Autos Rückstand haben, damit ich den Ferrari, dass der auf meine Höhe kommt. Ah, er kommt, er kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Spiel gesehen könnt. Ich will auf jeden Fall Soundcheck mit ihm. Das Gute ist, dass rechts gerade ein bisschen schneller ist. Und in der Mitte gerade ein bisschen langsamer. Vielleicht holt er mich ja ein. Boah, was für ein Schlagloch, Alter. Also ich merke, dass ich gerade so irgendwie von Berlin wegfahre. Da ist er wieder. Was war das denn für ein Geräusch? Ich glaube... Da ist er. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Furzt er oder was? Alter, was für ein Sound, Alter. Spitze, Alter. Geiler Sound, Alter. Ja, also ich glaube, da muss man auch gar nichts zu sagen. Ferrari hat auf jeden Fall einen brutalen Sound. Da muss man nicht weiter drüber reden. Aber schön, dass er nämlich nicht verlassen hat. Ich sollte ihm mal einen Sticker geben. Ich habe den nur leider in meinem Beutel. Ich fahr mal rechts. So. Der Dude hat es auf jeden Fall eilig. Ich glaube, ich bin auch schon in Brandenburg. Und ich bin vergebens auf der Suche nach einer roten Ampel, um dem Typen hinter mir mal eine Dings zu geben. Ein Sticker. Der hat auf jeden Fall so einen geilen Wagen. So geil, Alter. Ich musste mir jetzt einen scheiß Sticker geben, ey. Kann mal eine Ampel rot werden? Vorne werden Ampeln rot. Das ist gut. Oh, Alter. Ey, ist es okay, wenn ich dich ins Video nehme? Ich mache YouTube. Warte mal. Ihr könnt es ja mal abchecken. Ist es dein Wagen? Ja, nee. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sehr nice. Macht's gut, ne? Brutal. Er hat jetzt einen Sticker bekommen. Okay, und jetzt bin ich im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Oh, ein Kawasaki-Händler. Wie praktisch. Aber hier haben noch Leute Berlin-Kennzeichen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber Berlin ist halt auch ziemlich groß. Das ist halt auch wieder die Sache. Aber ich fahre auf jeden Fall Richtung Osten. Wo ist Luft? Ist das Teil der Luft? Ja, das sieht gut aus.
Gucken wir erstmal den Hinterreifen an. Tschüss, der Hinterreifen ist auf 3 bar. Alter. Ne, 2,7. Ne, 2,9. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Ich bin den, glaube ich, auch auf 2,5 gefahren. Lassen wir so. Das sind so 2,6 noch was. Aber 3 ist echt viel. Bis die Tage gemacht ist gut. KVQ ist raus. Thank you.